Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Verlosche-Kanal. Und zwar sind wir in der letzten Folge ja leider gegen die New Orleans Pelicans ausgeschieden. Das haben wir, habt ihr ja alle gesehen wahrscheinlich. Zion Williamson hat uns absolut zerstört. Wir simulieren jetzt erstmal noch das Ende dieser ersten Runde und schauen dann mal, wie sich das heute entwickelt. Wir werden heute natürlich auch den neuen NBA-Champ küren und dementsprechend einfach mal schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt, habe ich ja schon gesagt. Runde simulieren wir mal. Einiges Interessantes schon passiert. Okay, die erste Runde ist durch. Wir sehen hier, dass die Houston Rockets 4-0 gegen die Timberwolves gewonnen haben. Habe ich, glaube ich, sogar so predicted. Die Golden State Warriors habe ich, glaube ich, auch predicted, dass die weiterkommen. Habe ich in 6 Spielen gesagt, aber sind tatsächlich in 7 weitergekommen. Dann haben wir hier, die Phoenix Suns haben sich echt gegen die Dallas Mavericks durchgesetzt und wir wurden ja auch gesweept, leider. Das heißt, man sieht auch im Westen 2 Sweeps von den 2 besten Teams. Also sehr deutlich durchgesetzt. Das habe ich auch 4-1 predicted. Da bin ich mir relativ sicher, dass ich das gesagt habe. Was heißt relativ sicher? Ich habe es gesagt. Kevin Durant und Kyrie Irving waren einfach zu stark gegen Giannis Antetokounmpos Team. Dann haben wir hier Toronto, Philly war eine Serie bis in 7 Spielen auch richtig heftig. Und Toronto konnte sich durchsetzen. Das ist interessant. Ja, Atlanta, hier lag ich absolut falsch. Da hab ich gesagt, dass die Boston Celtics sich durchsetzen werden, aber hat am Ende Atlanta geschafft. Und hier sehen wir, wow, die Charlotte Hornets mit 4 zu 2. Ja, sehen wir mal, bevor ich die nächste Runde simuliere. Ich glaube auf jeden Fall hier, Houston gegen Golden State Warriors, das ist natürlich auch so eine Fehde der Vergangenheit. Ich sag, dass es hier James Harden und Co. schaffen und in die Western Conference Finals kommen. In 6 bis 7 Spielen. New Orleans gegen Suns sage ich auch sehr deutlich. New Orleans in 5. Die haben mich einfach überzeugt. Puh, Nets gegen Toronto denke ich auch wird ein 4-1. Vielleicht kann. Boah, ich weiß nicht. Irgendwie. Hier, also ich sag mal so, hier kann irgendwie alles passieren. Ich kann mir vorstellen, Toronto gewinnt 2. Aber die Nets kommen weiter. Also ich sag mal, die Nets in 5. Und Charlotte gegen Atlanta. Ich gehe mit Atlanta, glaube ich. Ich glaube, Trae Young regelt das. Atlanta in 7. Und ja, simulieren wir mal. Schauen wir, was passiert. Ja, oh, die Suns. Die Suns sweepen einfach mal New Orleans. What the? Heftig. Okay. Also hier hatte ich tatsächlich recht. Houston, ganz knapp. Hier habe ich komplett falsch gelegen, weil die Suns einfach mal New Orleans sweepen. Die Charlotte Hornets 4-2 und hier auch 4-2, habe ich ja gesagt. Hier kann alles passieren. 4-2 bis 4-0. Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall, das könnten interessante Finals werden. Also ich sage hier, die Suns will ich nicht unterschätzen. Deswegen sage ich in 6 Spielen Houston Rockets. Oh, Osten sage ich aber 4-1 Nets. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was glaubt ihr, wer gewinnt die NBA Finals? Wer wird das machen? Ja, ganz krasser Sweep von den Houston Rockets. Ist bitter. Die Suns schlagen die Mavericks, sweepen New Orleans und verlieren dann selber im Sweep gegen Houston. Und die Nets, die rasieren dieses Mal nicht komplett durch die Playoffs. Also nicht ganz so radikal, aber ja, es ist interessant. Ich finde es schade, dass ich nicht einzelne Spiele jetzt hier simulieren kann, aber gucken wir, wer gewinnt. Boah, ich habe gar kein Prediction abgegeben. Jetzt steht schon 1-1. Ich habe kurz abgebrochen. Denn ich wollte eigentlich sagen, die Nets in 6 Spielen. Also, simulieren wir weiter. Boah. Ja. Ich hatte recht, die Nets in 6 Spielen. Die Brooklyn Nets sind Back-to-Back Champions. Back-to-Back Champions. Überragend. Was denkt ihr, Kevin Durant oder Kyrie Irving? Wer wird Finals MVP? Ich gehe heute diesmal mit KD. Kyrie. Kyrie, wieder Finals MVP. Legend. Absolute Legende, der Typ, der hat mit den Nets jetzt die 2 Titel geholt, hat mit den Cavaliers Titel geholt. Absolute Legend jetzt natürlich. Wir gucken uns mal alle Spiele an. So, Spiel 1, 136 zu 127. Hier sehen wir auch Kyrie, 40 und 11 Assist. Durant, sehr stark. Ich konzentriere mich mal auf die besten 3 jeweils immer. Dann sehen wir hier Harden, 27 ist okay. Also gar nicht mal so schlecht, aber halt nicht genug. Malik Monk und Westbrook hat halt nicht super gut performt. Spiel 2, 128 zu 113. Westbrook fast mit einem Triple-Double, also richtig stark gespielt, auch eine super Statline. Harden 25, haben sogar gereicht zum Sieg und der Rest hat halt auch gut performt. Bei den Nets, ja, Kyrie wieder ganz stark. Wo ist denn Durant? 14 Punkte da unten nur.
Hier haben wir ihn. Okay. Nächstes Spiel ging ja auch an die Houston Rockets. Hier sehen wir gerade Harden 21, Monk 21. Westbrook auch nicht so viel gescored, aber das ganze Team hat super gespielt, muss man sagen. Und ja, hier Durant sehr, sehr stark. Kyrie etwas schwächer mit 15 Punkten. Hier sehen wir ihn. Und 12 Assists. Und dann kam Spiel 4. Ja, dann hat wieder Kyrie wirklich übernommen. Also er ist absolut derjenige, der, wenn die Nets gewonnen haben, dann war es immer Kyrie Irvine. Richtig, richtig gut auf jeden Fall. Ja, hier Harden 35 Punkte, aber es hat nicht gereicht. Spiel 5 gucken wir uns noch kurz an. Durant sehr, sehr stark. Kyrie natürlich wieder immer so knapp an den 30 und 10 dran. Ja, echt stark. Ja, und hier Westbrook macht 15 Punkte, Harden nur 20. Also Harden hat in den Finals echt underperformed. Das muss man schon mal sagen. Harden hat richtig hart underperformed. Was hat er denn im Schnitt gehabt in den Playoffs? 26. Ah, er hat den Titel ja schon geholt im ersten Jahr, glaube ich, oder? Er hat 2,20 im Spiel. Er hat den Titel zwar schon, aber so ein zweiter Titel gegen diese Nets wäre schon legendär gewesen. Dann sehen wir hier Kyrie im letzten Spiel 26, 5 und 10. Durant auch gut gespielt. Hier Allen mal wieder viele Rebounds geholt. Und bei den, ja, bei den Rockets, das war einfach nicht stark genug. Also wenn der zweite Topstar nur 16 Punkte macht, dann wird's halt nichts. Dann wird es halt nichts, das muss man ganz offen und ehrlich so sagen. Und ja, das bedeutet auch, die Saison ist vorbei. Social Media, KD führt die Nets zum knappen Sieg. Ja, wir können ja auch kurz mal in der Historie jetzt rumklappern. Liga-Geschichte. Ihr seht, hier fing das Spiel an. Das heißt, Antetokounmpo hat hier extrem dominiert. Wenn man sich jetzt mal die 1, 2, 3, 4 Jahre jetzt anguckt, die ich jetzt hier in der Saison schon durch bin. Im MVP-Race hat absolut 4 Jahre lang jetzt Antetokounmpo dominiert. Nur einmal unterbrochen durch Kyrie. Genau, dann sehen wir auch hier bei den Rookies sind es natürlich immer verschiedene, das ist klar. Sixth Man of the Year wurde hier tatsächlich, nachdem es zweimal ein echter Lou Williams wurde, zweimal Rudy Gay und zweimal John Wall. Also hier auch so ein bisschen so diese Tradition des Sixth Man of the Year, dass der es öfter wird. Hier sehen wir, Lou Williams wurde es davor schon mal, Jamal Crawford wurde es zweimal. Das ist so ein bisschen Tradition, wurde es ja sogar auch hier schon mal. Das ist so ein bisschen Tradition, dass sich die Sieger hier wiederholen. Das ist auch im Spiel weiterhin so. Ja, Defensive Player of the Year. Genauso wie MVP von Antetokounmpo dominiert auch nur einmal unterbrochen von Davis. Und Most Improved ist natürlich auch immer jemand anderes. Die Champs, Rockets, Portland, also wir, Gott sei Dank, auch den Titel geholt. Sehr, sehr wichtig, dieser Titel. Weil wer weiß, wann wir demnächst wieder Champs werden. Und dann, ja. Jetzt natürlich die Frage, werden sie in der Offseason Kyrie und Durant halten? Dann könnte man sogar davon sprechen, bauen sich die Nets eine kleine Dynastie auf. Aber auf jeden Fall waren das die Jahre der Nets. Die sind zweimal Champ geworden. Sehr, sehr wichtige Titel natürlich für die Nets. Und für Kyrie natürlich unglaublich wichtig, um aus diesen Schatten hier zu springen von LeBron James. Er war damals halt der zweitbeste Spieler. Aber hier bei den Nets ist er halt wirklich der Beste. Sogar besser als Durant, muss man sagen. Rein von den Leistungen her. Ligaführende, da sieht man hier, dass echt Stephen Curry eigentlich dominiert hat, bis auf Antetokounmpo das eine Jahr. Ja, Rebounds erst Drummond, dann Gobert. Assist. Zweimal Lonzo Ball, einmal James, einmal Curry. Also hier ein bisschen mehr Abwechslung. Steals haben wir Paul George. Zweimal Jimmy Butler, einmal Kawhi Leonard. Also auch ein bisschen mehr Abwechslung. Und Blocks ist absolut gestört. Also 1, 2, 3, 4, 5 Jahre lang hintereinander. Davon 4 im Spiel ist Rudy Gobert der beste Blockshotter der Liga. Also ein absolutes Monster. Bei den Minuten haben wir auch ein bisschen mehr. Hier sind Kyrie, Gildas, Alexander, Ja Morant, Curry. Ein bisschen mehr Rotation auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Hall of Famer sehen wir hier Vince Carter, Carmelo Anthony und Dwight Howard. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Auch NBA-Rekorde können wir ein bisschen mal gucken. Hier sehen wir LeBron James. In dieser Zeit, in diesen 4 Jahren, hat er jetzt Kareem Abdul-Jabbar überholt. Und in den Top 10 ist ansonsten Kevin Durant auf 8 inzwischen. Auch heftig. Und James Harden auf 10. Wo ist denn Stephen Curry? Krass. Harden hat Curry ganz schön überholt. Korberfolge. Ja, verwandelte 3 ist Curry natürlich ganz, ganz weit oben. Harden auf 2. Klay Thompson. Damian Lillard auf 5. Legend. Sehr schön. Lowry.
Bei den Dreiern merkt man halt ganz stark, was für eine Ära wir haben. Freiwürfe, LeBron. Oh, er kann Kobe noch holen. Kobe und ja, Malone wird schon schwieriger, aber Kobe holt er noch. Rebounds, da dürfte. Ja, ist er nicht mit dabei, LeBron. Assists ist er aber mit dabei und könnte Kidd auch irgendwann noch holen. Ja, wenn er nächste Saison spielt, könnte er Jason Kidd holen. Stockton wird niemals zu holen sein. Paul übrigens auf 4, also auch legendär, ey. Westbrook auf 9. Stark. Blocks. Hier wird es mal interessant. Wo steht Gobert? Hier haben wir Dwight Howard gehabt. Wo ist Gobert? Er ist gar nicht so weit oben, ne? Hier, 27. Aber kann natürlich noch klettern jetzt in der nächsten Saison. Ah, interessant. Ja, Steals. Chris Paul auf 2. LeBron James auf 6. Und LeBron könnte ja auch noch vielleicht sogar Jordan kriegen mit der Zeit. Wobei das wird schon schwer. Aber Gary Payton in die Top 5 könnte er kommen. Und Minuten, da wird er, sofern er noch eine Saison macht, auf jeden Fall auch auf Platz 1 sein. Turnovers ist er auf 1. Und ja, wir gehen jetzt natürlich auch vor. Aber ich finde sowas immer sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde sowas immer mega interessant. Sich einfach mal die Stats anzugucken. Die komplette Historie. Ich finde es einfach geil, bin ich ganz ehrlich. Jetzt die Frage, wie mache ich das? Trades kann man noch nicht machen, ne? Nein. Cap Holds. Jetzt natürlich die Frage, starte ich jetzt schon so ein bisschen in die Off-Season? Wir machen mal so diese Dinger hier. LeBron James beendet seine Karriere. Crazy. LeBron James beendet seine Karriere. Krass. Das ist irgendwie so gerade so ein kleiner Schock. Gucken wir uns die Awards an. Viermal MVP. Dreimal NBA Champ. 19-mal hintereinander All-Star. Rookie of the Year natürlich auch gewonnen. Unglaublicher Spieler. Stats wollen wir uns hier auch angucken. Die seht ihr hier ja. Obwohl auf Stats will ich gar nicht so sehr eingehen, aber die Legende schlechthin, die Ära ist beendet. Mit 38 Jahren immer noch einer der besten der Liga. Mit 93 beendet LeBron James tatsächlich seine Ära. Respekt an den King. Absolut krank. Okay, es ist offiziell. Giannis Antetokounmpo ist jetzt der Beste der Liga. Man muss sagen, schade, wie es geendet ist. Er war mal mit den Lakers in den Playoffs, in den Finals sogar, aber ist dort gescheitert. Gesweept worden von den Nets, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja, war so. Ihr seht auch, ich interessiere mich dafür extrem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß nicht, ob es euch langweilt oder nicht. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich interessiere mich für diese ganzen Stats und so unglaublich. Und das finde ich auch so geil an NBA 2K20. Die nächste Legend geht Chris Paul. Einer der besten Assistgeber, ja, all time, allgemein einer der besten Playmaker all time. Leider nie den Titel geholt, nicht mal mit diesen Lakers. Ja, mit Houston versucht, mit New Orleans. Bitter. Paul Millsap geht auch. Sicherlich auch ein honorabler Spieler. Sean Livingston, Ilyasova, Gibson, Bradley. Collison, es tut mir leid, wenn ich manchmal kurz unterbreche. Meine Nase ist ein bisschen zu gerade. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob man es auch an der Stimme oder so hört. Greg Monroe. Also schon sehr. Hier, Caldwell Pope. Sehr bekannte Namen. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich finde es schade, dass es keine Euroleague gibt, weil solche Spieler könnten da ruhig nochmal hin mit 30 Jahren. Plumlee. Jeremy Grant. Okay. Also einige Spieler, die man kennt. Quinn Cook. Edmund Summer. Das sind so Spieler, die könnten sehr gut in die Euroleague irgendwo hin. DiVincenzo, what the fuck, come on, Alter, der ist 26. Ich find's auch so unsinnig, dass so Leute wie DiVincenzo da nicht einfach runtergehen mit ihren Gehaltsforderungen. Ich glaube, nichts sehr Interessantes mehr, oder? Ja, nee, eigentlich nicht. Dann haben wir auf jeden Fall Mitarbeiterrücktritte. Jim Bolin, Head Coach. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der ist, muss ich sagen. Naja,
Hall of Fame. Natürlich Chris Paul, natürlich LeBron James. Habe ich doch vorher gesagt. Ja, guckt es euch an. Jetzt können wir nämlich noch auf die Stats eingehen. LeBron James, 1520 Spiele, 26,6 Punkte, 7,2 Rebounds, 7,7 Assists, 1,6 Steals und 0,7 Blocks. Aber all diese Stats sind nicht egal, aber natürlich lange nicht so aussagekräftig, wie stark ein LeBron James eigentlich war. Legend. Legend-Status so weit oben. Also wirklich, MJ und LeBron sind. Obwohl, ich will es gar nicht so sagen, weil es ist immer unfair, Leuten wie Kareem Abdul-Jabbar oder auch Will Chamberlain, die halt nochmal in anderen Eras gespielt haben, die da so ein bisschen zu diskreditieren und zu sagen, ach, die beiden sind es immer. Es ist wie beim Fußball. Du kannst weder Pelé mit Maradona vergleichen, weil die Zeiten so extrem anders waren, als auch nicht mit Messi und Ronaldo in der heutigen Zeit, weil natürlich auch die Voraussetzungen ganz andere sind. Ich fände es auch immer disrespectful, wenn Leute sagen, ja, aber in der heutigen Zeit wären die heute nichts mehr. Weiß man nie, mit den besten Bedingungen wäre vielleicht Pelé noch viel kranker als damals. Deswegen, ich will da keine Legend fronten. Ich sag's einfach mal so, LeBron James ist absolut die Legende. Auch Rest in Peace an Kobe, aber noch weit über Kobe auch, was das angeht, was den Status angeht, was er geleistet hat. Wie er gespielt hat, von den Fähigkeiten her, ist LeBron James einfach, ich sag mal, in dieser Dekade, in den Mitte 2000er bis, ja, bis jetzt hier im Spiel 2023 einfach eine absolute Legende, der die Zeit geprägt hat wie kein anderer. Chris Paul auch einer der besten Point Guards, jetzt habe ich nur über LeBron geschwärmt. Chris Paul natürlich einer der besten Point Guards überhaupt, ne, habe ich wollte gerade sagen, eine Winning Mentality, hat aber leider nie den Titel gewonnen. Aber auf jeden Fall ein Floor General. Ich würde, auch wenn er den Titel nie gewonnen hat, würde ich sagen, er hat eine Winning Mentality, so wie er gespielt hat, so wie er sich gegeben hat. Ist natürlich doof gesagt, wenn du den Titel nicht hast, ne? Aber er hatte die richtige Mentalität und oft absolut natürlich berechtigt in der Hall of Fame. Nicht vergebene Trikots. Ja, LeBron James tatsächlich bei den Lakers sogar, die 23. Bei den Cleveland Cavaliers und bei den Miami Heat. Gab es das schon mal? Hat schon mal, also ich weiß ja, Kobe hat ja zwei Trikots sogar beim selben Team bei den Lakers bekommen. Chris Paul übrigens bei den Clippers ist natürlich auch, boah, bei 6 Jahren, ich weiß gar nicht. Boah, hätte ich ihn für 6 Jahre schon. Boah, schwierig. Sollen andere entscheiden. Aber auf jeden Fall, LeBron James kann ich absolut verstehen. Absolute Legende. Ja, bei den Lakers hätte ich vielleicht eher nicht gemacht. Hat keinen Titel geholt, ist nicht MVP geworden oder so. Weiß nicht. Cleveland und Miami kann ich verstehen, bei Lakers, naja. Trotzdem krass. Ich sehe auch nochmal alle. Könnte man sich jetzt natürlich angucken, aber lassen wir mal. Und ja. Wisst ihr was? Ich mache noch Liga-Meetings und Liga. Obwohl. Nee, Liga-Meetings machen wir nämlich in der nächsten Folge, weil das ist für mich, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, immer so der offizielle, richtige Start in die Off-Season. Das alles hier war jetzt so ein bisschen. Ja, ist natürlich auch Off-Season, aber Spieler, Mitarbeiter, Rücktritt und Hall of Fame und nicht vergebene Trikotnummern, das sind ja noch keine Aktionen, die ich tätige oder die ich tätigen kann und auch noch nichts, was gravierend für die nächste Saison entscheidend ist. So richtig startet es für mich immer mit den Liga-Meetings. Dementsprechend werde ich natürlich auch hiermit die Folge erstmal beenden und wir starten dann eben in die nächste Folge mit den Liga-Meetings. Schauen wir mal, was sich ändert in der Zukunft der NBA. Und ja. Damit meldet sich euer Veloce ab und bye bye.